Grüß Gott zusammen. Ich habe euch ja erzählt von dem Wahrheitssturm schon vor vielen Tagen und ich sehe vor allen Dingen die Dekade vom 1. bis 10. Mai als sehr, sehr wichtig an. Und ich habe auch gesagt, dass dieser Wahrheitssturm anders ablaufen wird, wie man es normal einen Sturm erlebt. Und gestern am 1. Mai ist es genau so gekommen, wie ich es gefühlt habe, und zwar mit einem sanften Regen. Ich beobachte immer die Elemente, Wasser, Regen, Sonne, ja, und Wind und so weiter. Und es hat also gestern sanft begonnen und vor allen Dingen, wir Bauern warten schon lange auf den Regen, es war viel zu trocken. Und wir bekommen jetzt mal wieder einen richtigen Landregen, so einen Dauerregen und nicht so eine sporadische Tröpflerei. Und das verbinde ich mit diesem Wahrheitssturm. Sanft und intensiv. Es durchdringt den Boden, es befeuchtet den Boden. Die Dinge können wachsen, die Temperaturen kommen dann auch noch dazu. Also alles super friedlich und jetzt geht's weiter. Und ja, und ich möchte jetzt diesen Wahrheitssturm selber auch fortsetzen mit einem Angebot an euch, das ich jetzt in über 30 Jahren entwickelt habe und was letztlich auch zu diesem Humisal geführt hat, das ich vor nunmehr 23 Jahren erhalten habe, also 1998. Und darauf möchte ich jetzt folgende Folge aufbauen, dass ich euch dieses Humisal erkläre. Es ist eine eigene Wortschöpfung. Und bevor ich jetzt beginne zu erklären, was Humisal bedeutet, könnt ihr dieses Wort selber auf euch wirken lassen. Und dies hat sich nicht nur im Wort, sondern auch in diesem Symbol niedergeschlagen. In diesem Symbol sind alle Intentionen drin, die auch im Wort Humisal zu finden sind. Und jetzt könnt ihr dieses auf euch wirken lassen, ohne dass ihr überhaupt etwas von Humisal wisst. Lasst es auf euren Bauch, Herz und Kopf wirken, vor allen Dingen im Kopf, auf die Zirbeldrüse. Und in der nächsten Folge, da beginne ich dann zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Und es ist nämlich eine globale Geschichte dahinter, eine kosmische und eine Geschichte, die auch Naturgesetze berücksichtigt. Es ist eine gigantische Geschichte und ich selber kann diese Größe, die sich dahinter verbirgt, erst seit einigen Wochen richtig annehmen und auch erklären, obwohl ich es selber jetzt schon 23 Jahre an meiner Seite habe. Das ist die Botschaft für heute. Lasst es auf euch wirken. Bis demnächst.